Moin mit da und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Oha, dieses Spiel, ne? Das ist echt ein... Das ist ein Phänomen. Das ist ein kleines Phänomen. Ich fand das so magisch früher. Bisschen wie Mario World. Also das war so nicht das Spiel, was ich gespielt habe, als es rauskam. So, das war so ein paar Generationen vorher und es war irgendwie besonders. Muss ich so sagen. Und heute schießen wir uns zum nächsten Level. Und zwar... Parco Fortuna. Der Auftritt von Robo-Bowser. Parco Fortuna oder ich glaube Pinner Park heißt das im Englischen. Und hier, ja, wie ihr seht, es ist ein Vergnügungspark. Es ist ein Vergnügungspark. Bedeutet, wir vergnügen uns heute. Das ist doch schön. So soll es doch sein. Wir ignorieren hier erstmal alles. Machen einen coolen Wandsprung. Ich will mal mit dir reden. Ich rede so wenig mit Leuten im Spiel. Benvenuto a Parco Fortuna. Aha, okay, interessant. Ne, wirklich jetzt. Ich rede wirklich selten mit Leuten. Sogar das Boot ist da, das habe ich auch noch nie gesehen. Was sagst du denn? Der Eingang zum Parco Fortuna ist einfach geradeaus. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ja, ich verstehe schon, warum ich mit den Leuten hier nicht rede. Die sagen nicht so viel krasses Zeug. Aber ja. So. Aua. Wir müssen unserem... nein, nicht da hoch. Wir müssen unserem Dude hier folgen. Erstmal. Was macht der da? What is he doing? So eine komische Szene, weil, naja, Platt irgendwie so tut, als würde er, als hätte keiner was passiert. Aber sonst weiß er ja auch immer, was passiert. Sieht schon ein bisschen gruselig aus, dieser Mario, ha? Und sie sieht mit diesen roten Augen. Ich glaube, als Kind hätte ich ihn gruselig gefunden. Oh nein! Ein riesiger Bowser! Aus Roboter! Wahnsinn, was für ein Spektakel! Eine neue Show von uns? Ihr zwei seid einmalig! Wer euch einstellte, verdient mehr Geld. Na echt, ey. Ich liebe das. Einer ist der furchtlose Held und der andere ist ein böser Doppelgänger, der genauso aussieht. Als Leiter des Parks liegt mir der ein Erfolg am Herzen. Wie wäre es, wenn ich dir dieses Fahrzeug zur Verfügung stelle? Mir nach! Macht voll Sinn, ne? Also, dass man kriegt das Fahrzeug gestellt, als wüsstet ihr das nicht, was in seinem Park so vorgeht. Und als müsste er noch irgendwas stellen, als wäre das nicht irgendwie schon eingeplant gewesen. Naja, auf jeden Fall. Kriegen wir. Der hat getroffen. Der trifft wahrscheinlich nicht. Ja, wir müssen... diesen... Aua. Oh. Wir müssen diesen tollen Bowser hier killen. Und vor den Kugelwillis aufpassen. Der sollte auf jeden Fall treffen. Volltreffer. So, hier müssen wir... Ah, nein! Die wollte ich noch nicht losschicken. Genau, hier sind Flammen. Die muss man irgendwie ein bisschen... Da muss man ihn ein bisschen abkühlen, bevor da irgendwas schief geht. Und ja, hier gibt es ja diese Raketen. Aber hier treffe ich den wahrscheinlich nicht. Aber ja, ganz ehrlich, an sich geile Idee. Kann ich nicht anders sagen. Trifft das? Müssen wir schauen. Nope. Das ist an der Fassade abgeprallt. Kugelwilli auf 8 dann. Okay. Warte. Ich probiere mal mein Bestes. Der hat auf jeden Fall nicht getroffen. Wow. Never mind. Ja, hier sind überall Kugelwillis. Hier sind überall Kugelwillis. I can't do shit. Na, da gib mir mal einen hier. Zack. Volltreffer. Haben wir's? Ja, wir haben's. Okay. Eine coole Mission. Geile Idee. Mario! Hallo!
Jetzt würde man sich so zwischendurch einfach so sehen. Und so, huch, was machst du denn hier? Oh nein, es ist BJ. Also Bowser Jr. Mama Peach. Diese Synchronstimme. Was ein geiler Luftballon, ey. Not again. Not again. Colina Corona. Oder auch Corona Mountain. Ja, schlecht gealterter Name. Ich weiß, ich weiß. Ja, was soll ich sagen? Das war's. Mal wieder komplett, könnte man sagen. Hast du noch was zu erzählen? Hervorragend, atemberaubend, was für ein Kraftakt. Vielleicht sorgt das für gute Mundpropaganda und lockt mehr Besucher in den Park. Wahrscheinlich. Oder vielleicht. Oder nein. Keine Ahnung. In jedem Fall. Da muss man mal kurz drüber reden. Also, diese Sache mit diesem Mama Peach ist so, dass Peach sich das I'm your Mama. So, Mädel. Hast du was verpasst? Bist du 9 Monate nicht? Wieso muss das? Muss man sich nicht fragen. So, als Frau. Oder? Habe ich was verpasst? Ich weiß es nicht. Maybe I did. Aber, davon abgesehen. Ich meine, es ist natürlich schon relativ lustig. Ne? Wir haben jetzt Luigi's Mansion vor einem Jahr ungefähr bekommen. Oder vor einem halben Jahr. So als Release-Titel des Gamecubes. Und Professor Igitt, der... Das ist keines der Schreibkanone. Oha. Oh boy. Professor Igitt, der auch in Luigi's Mansion das erste Mal vorkam, der hat den Pinsel erstellt und den Flood. Also, er hilft quasi beiden Seiten. Er finanziert beide Seiten des Krieges. Das ist, ja, so eine Möglichkeit zu existieren. Auf jeden Fall. Aber wir müssen jetzt erstmal, hier kommen wir so Kanonen an, müssen jetzt erstmal hier ein paar blaue Münzen sammeln. Nehmen wir zuerst die hier. Und dann, wenn hier noch so... Stopp, komm mal her. Die auch. Genau, hier sind einfach so ganz viele Kästen. Was ich sehr interessant finde. Also sehr, sehr interessante blaue Münzen. Mal wieder. Was erzählst du? Was erzählst du? Erzählst du überhaupt was? Ja. Oh, nö. Du nimmst dann irgendwer etwas meinen Platz eingenommen. Und nun fliegen diese Granaten überall umher. Bin, du musst mir helfen. Okay. So, hier ist nochmal so eine. Komm mal her. Genau. Ja, ich glaube, wir brauchen viel von den Homing-Dingern. Also. Aber die kommen ja auch nicht allzu selten. So, hier müssen wir mal schauen. Bewegen die sich so ein bisschen? Ich bin mir unsicher. Hier ist halt schwierig mit dieser blöden Kackpalme. Mal gucken. Ah, warte, warte, warte. Nein! Ah. Mano! Wir müssen erstmal die hier bekommen. Habe ich schon gesagt, die steht ungünstig hinter der Palme. Vielleicht ballert da mal jemand rein. Ja, sehr gut.
Okay. Dann fehlt noch ein Homing. Dann gucken wir mal weiter. Aber. Ja, also. Einfach eine lustige Idee, finde ich. Dass man sagt, okay. Wir haben hier Professor Igitt, der die Sachen gebaut hat anscheinend. Ein bisschen Edit Lore-wise. Ja, aber der Punkt, dass jetzt Peach sich so wundert, so Aimee Mama, okay. Das könnte man auch einmal aufklären, dass das irgendwie Bullshit ist. Was? Ich wollte gerade sagen, was zur Hölle passiert da gerade? Okay. Nein, alles gut. Alles okay. So. Letzte würde ich behaupten. Und dann ist auch gut hier. Zack. Sehr schön. Und jetzt müssen wir den Übeltäter mal hier finden. Du Arschloch. So. Der schmeißt hier so Bomben. Die schmeißen wir zurück. Dreimal anscheinend. Zwei. Und noch eine dritte. Bumm. Oh, ich finde ich voll süß. Schaut mal. Jetzt so eine kleine Treppe. Für Leute, die nicht Mario sind und nicht einfach hochspringen können. Da muss man auch dran denken, ne? Muss man auch dran denken. Und dann kommen wir in unser Lieblingslevel. Oh boy. Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Yoshi's Island. Oh nein. Ah, das. Ah, nee. Das war, glaube ich, okay. Das war nicht so schlimm. Also, das sind definitiv die schwierigsten Teile des Spiels. Aber... tatsächlich gibt es dann doch auch welche, die sind, glaube ich, gar nicht so schlimm. Und das ist definitiv einer von diesen, von denen man sagen kann, sie sind okay. Diese Yoshi-Blöcke, die verstehe ich nicht so ganz, die machen nichts. Aber, hier und jetzt, genau. Jetzt muss man hier einfach rüber. So schnell wie möglich. Man wartet quasi einmal ab. Alles weg ist. Und jetzt. So. Na, dann halt nicht das Leben. Brauchte ich eh nicht. Alles gut. Ist schon okay. Wollte ich eh nicht haben. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Okay, so. Versuch 2. Diesmal mit den guten alten Münzen hier. Sind natürlich jetzt lustig versteckt. Aber die... Na, das sollte ja eigentlich auch kein Problem sein, ne? Man kann die einfach so rüberhabern. Ich wollte gerade sagen, solange die Dinger wiederkommen... Oh Gott, jetzt hier. Dann müssen wir mal hier lang. Ja, bitte. Die bleiben gerade irgendwie länger weg, als ich so dachte. Das ist so komisch daran. Aber für den Flat ist es halt absolut fein. So, also das passt. So, hier muss man nicht dahin hin. Das da hinten ist super useless. Da muss man überhaupt nicht hin. Das ist einfach nur, falls man irgendwie mal verkackt. Na, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ja. Reicht aber. Und dann haben wir es auch. Schön. Man könnte jetzt natürlich versuchen, an den Sword abzukommen, aber tut mir leid, dafür bin ich nicht. One-Up, desperate genug. Das muss nicht sein. 39 Shines. So ist es, so ist es. Okay. Ja, was ist denn da? Was ist denn da? Ich bin gerade im Überlegen. Das Ding ist, wie man Dinge in diesem Spiel freischaltet, ist manchmal ein bisschen komisch. Aber ist egal. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Kann man nichts machen. Wenn das irgendwie... nicht so richtig funktioniert, dann holen wir halt ein paar Dinge nach. Rote Dukaten, echt jetzt? Rote Dukaten im Piratenschiff, okay. Ach, das gute alte Piratenschiff, ja, ja. Das ist immer gern gesehen. Also, das ist wieder so ein Ding im Spiel. Das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Die haben sich hier dazu entschieden, so zwei riesige Piratenschiffe aufzubellen. Und man muss jetzt in irgendeiner Form gucken, wie man damit klarkommt. Und, ja, es ist wirklich nicht so einfach, damit klarzukommen. Warte mal. Ich wollte gerade sagen. Schaut mal. Hier. Zack. Da ist schon mal eine.
Eine Ready, eine Blue Coin. Da auch. Nehmen wir gleich mit. Nehmen wir alles gleich mit. Ja, nehmen wir auch die mit. Mal schauen. Reicht das? Ja, reicht. Okay, das war's. Mehr nehme ich jetzt nicht mit. Ne, wenn ich noch eine sehe, nehme ich die natürlich mit. Und die dann auf dem Weg ist. Das Schiff benötigt 3 Anläufe, bis es sich überschlägt. Ja, das könnte wichtig sein. Oh Gott. Aber, ja, ich sag mal, ich will ungern wäre ich dann in diesem Schiff in dem Moment, wenn es sich überschlägt. Also, ich bin wirklich kein... Nicht der Man für sowas. Na, warte. Kommt man hier irgendwie... Da ist dieser blaue Vogel. Das hat doch gut geklappt. Jo, wo ist die gelandet? Da unten, okay. Autsch. Die kann nicht die spawnen, glaube ich. Die liegt da einfach. Und deswegen, ja. Passt schon. Oh, achso, das ist ein X. Ach, das ist ja gar kein M. Okay. Warte, ich glaube, wir müssen hier hoch. Genau. Und dann liegt die da. Das ging auch. Das hat auch gepasst. So, hier muss man ein bisschen aufpassen mit diesem Vieh. Weil das schnell mal sich an Mario ergreift. Mhm, mhm, was mache ich da? Was mache ich da? Was passiert hier gerade? Nicht despawnen. Danke. So. Okay. Haben wir es jetzt mit den Münzen? Ich glaube ja. Mehr finde ich jetzt erstmal nicht. Woo! Versuchen wir es weiter mit den roten Münzen. Die ja hier so glorreich versteckt sind. Ist da noch was? Nee. Die sind echt Hammer. Ich finde das schon gruselig hier. Man muss an dieser blöden Drecksteil. Ich fasse es nicht. Dass man da so rumgurken muss. So rumtouren. Warte. Kann ich hier so machen, aber? Okay, nein. So? Nee. Zückt ihn überhaupt nicht. Hä? Okay. So, einfach so nacheinander weg. Anscheinend. Jetzt aber. Schön. Da war noch einer. So. Geht das? Als ob. Krass. Wow. Tatsächlich nicht das, was ich dachte. Also, wie ich dachte, dass ich hier hochkomme. Aber hey. Wenn es klappt, dann klappt's. Ja, das Ding ist, hier sind halt noch ein paar Münzen. Habe ich gerade gesehen. Die Viecher hier kann man so wegmachen. Einfach mit so Stampfattacken. Dann möchte ich einmal hier runter. Mit die holen. Das ist erst Nummer 3, Junge. Was ist denn hier noch alles? Nein. Ja, so. Da ist noch eine blaue Münze sogar. Dann nehme ich die. Jo, nehme ich. Können wir mal sichern. Wir haben jetzt schon über 100. Ein einziges Mal gespeichert. Nein, das ist nicht wahr. Nein, hier ist auf jeden Fall noch einer. Und jetzt... Oh, danke. Danke sehr. Das war gar keine Absicht. Da oben ist noch eine. Warte. Oh Gott, ob das klappt. Tatsache. Naja. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Wir mussten aber eh nochmal runter. Alles gut. Ja, die... Diese Panzer, die schmeißen die aber auch weit. So, wo ist diese andere Red Coin, die man noch hier einfach im Nix sammeln musste? Huch, achso, die Bahn von der Achterbahn. Da ist der. Ja komm, scheiß drauf. Scheiß doch nicht drauf. So, jetzt will ich einmal versuchen, hier hochzukommen. What? Da kann man stehen? Okay, das macht das Ganze. Das war jetzt Glück. Sehr gut. So.
Ihr seht, was man hier machen muss. Was man hier für akrobatische Meisterleistungen darbieten, darlegen muss. Das ist unglaublich. So. So. Genau. Man kann jetzt hier lang sich einmal die Münze holen, die dabei killen. So, du. Die sich anhören. So, schön. Einmal umdrehen. Wartet mal. Nee, das traue ich mich nicht. Ich dachte gerade, da kam, wenn man sich da fallen lässt und dann sofort hovert, kommt man doch bestimmt hier oben drauf auch ein bisschen schneller, aber ganz ehrlich, ich habe dafür zu wenig Wasser. Das ist mir zu gruselig. Super. Na dann, haben wir das geschafft, noch ein paar blaue Münzen geholt. Genauso wie es soll. 40! Ich würde ja sagen, ein Drittel haben wir. Und ich bin mir relativ sicher, wir haben noch mehr als ein Drittel. Wir haben... Na, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ist doch Wurst. Es geht doch um den Spaß. Den Spaß und die Freunde, die wir auf dem Weg machen. Und... Episode 4, der Untergang der Sonnenblumen ist mein Freund. Glaube ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau. Also, ihr seht diese Yoshi-Eier, die schlafen. Das sind gar keine Yoshis. Shocking, I know. Aber, das sind sehr nervige Gegner, die wir aufwecken müssen. Und die uns dann nerven. Also, wir nerven sie. Also versteh's. So, die machen dann so. Und dann muss man sie einmal bonken. Jetzt steh doch mal auf. Ich habe das Gefühl, die Mission ist ein bisschen, ich sag mal, schnell entstanden. Also ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, also hier passiert, so richtig passiert tut hier nichts. Man muss diese paar Gegner besiegen. Huch! Ey! Toll, die Cutscene hat mich gestört. Und was war das jetzt? Das habe ich jetzt selbst nicht verstanden. So, zwei auf einmal? Krass, zwei auf einmal. Müssen die in Sand vielleicht? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Sieht so aus, als müssten man die... Mario steht da wieder teilnahmslos. Nee, es scheint mir so, als müsste man in den Sand. Sonst klappt das nicht. Okay. Oh nein, die große Sonnenblume. Na, jetzt ist gut. Hohoho. Und das war's. Super. Okay. Guck mal, wir haben jetzt 51 scheint's. Genau, so. Aha, okay, es passiert doch. Sehr schön, das freut mich. Dass wir nicht hier in eine Bredouille geraten. Denn ich habe so ein bisschen gehofft, dass das jetzt passiert. Unser guter Freund und Helfer, Bowser Jr., hat uns einen Yoshi gebracht. Und den können wir sehr gut gebrauchen. Ein Yoshi-Ei erstmal. Denn... Das Ding hier, das hilft uns, an die restlichen blauen Münzen zu kommen in den verschiedenen Levels. So, ihr wisst, was jetzt passiert. Wir müssen unseren tollen Freund mal wieder jagen. Ey! Eigentlich sollte... Also, wenn er uns Schaden macht, ne? Ich finde, eigentlich sollte der einfach in uns reinlaufen die ganze Zeit und uns versuchen zu killen. Ich glaube, das bringt ihm mehr, als die ganze Zeit vor uns wegzulaufen. Okay, so. Yoshi braucht eine Banane. Wo kriegen wir eine Banane her? Gute Frage eigentlich, keine Ahnung. Hier? Ja. Die verkaufen die nämlich. Und mit verkaufen meine ich sie. Haben sie. Als ob ich dafür bezahle. No, we don't do that. Okay. Zack. Genau, du und Yoshi haben sich angefreundet. Gib ihnen durch Drücken von Y etwas zu essen.
Das speichern wir gerne einmal ab. So, Yoshi ist in diesem Spiel. Das ist mega cool. Weil wir lieben Yoshi. Yoshi hat ein paar Vorteile. Und zwar erstens, dieser Sprung ist extrem hoch. Also wirklich extrem hoch. Und er hat, ja, wie, was, also, Saft. Sunshine. Das ist Sunshine, ja. Wo Yoshi einfach Saft spritzt. Ich weiß nicht genau, was man, also, ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, okay. Just accept it. Accept it. And you need to accept. Okay, es gibt auch noch ein, zwei andere Sachen, die unser lieber Herr Yoshman machen kann. Und zwar, ihr seht, dieses Zeug, das hier, kann nur Yoshi zerstören. Mit seinem Magensaft? Ich weiß es doch auch nicht. Und er kann diese Ananas da essen, die ihr schon in der Röhre gesehen habt. Das führt zu einer neuen Welt, da wollen wir noch nicht hin. Deswegen ist das jetzt im ersten Moment noch nicht so wichtig. Dann haben wir aber auch das schlimmste Level im ganzen Spiel somit freigeschaltet mit Yoshi. Aber dazu später mehr. Was ich jetzt erstmal machen möchte, ist genau essen. Vögel essen. Nein. Wir wollen... Hier rein. In dieses Level. In dieses tolle Level. Ja, meine Batterieleistung lässt nach. Okay, heul doch. Wir gehen in Kapitel 8, der See und seine roten Münzen. Und wenn alles so läuft, wie es laufen soll, genau, ist hier jetzt auch ein Yoshi. Also in den Levels haben wir jetzt auch Yoshi freigeschaltet. Er will eine... Keine Ahnung. Was ist das? wenn ich das wüsste, ey. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung. Was ist das? Bitte einmal sagen, was wir da finden. So, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier sind die ganzen Sachen. Aua. Aua. Bitte mich da durchlassen. Vielen Dank. So. Komm ich hier hoch? Nein! Okay. Man kann den Flat nicht nutzen. Deswegen muss man ein bisschen... Muss man ein bisschen hoffen, sage ich mal. Dass das hier passt, dass das hier klappt. Und, Und ich hier... Aber hier so rüber kann ich, ne? Das funktioniert. Ja, Yoshi steht ja an einem echt beschissenen Ort. Also. Ganz vorne. Na, komm. Ist okay, Mario. Wir haben es verstanden. We got it. Das Ding ist schwer. Ist auch eine große Frucht anscheinend. Ich dachte kurz, Kokosnuss. Irgendeine Art von Kokosnuss. So richtig Kokosnuss sah das jetzt nicht aus. Naja, so. Wir sind da, wir sind hier. So, Yoshi. Wichtig, Yoshi ist nicht wasserbeständig. For some reason. Ich weiß es doch auch nicht. Was er aber beständig ist, ist Butterfly. Ihr seht hier einen blauen Butterfly. Schmetterling, vielen Dank. Ich dachte, da kommen Münzen raus. Eine! Das ist ja nett. Freut mich. Hier, es gibt auch grüne Butterflies, Schmetterlinge meine ich. Da kommt dann Leben raus. Zack. Und, na komm. Hier ist noch eine Münze. Ja, und, ja. So. Und ansonsten suchen wir hier natürlich... Was zur Hölle? Ey, die haben eine Plattform verwandelt. That's creepiest. Kann ich da rausspringen? Okay, ich kann rausspringen. Das ist gut. Und den Rest? Kommen wir so auch Münzen? Ja. Okay, also die Dinger nicht anspritzen. Oh doch, okay, es kommt doch noch eine Münze raus. Ich hatte schon Angst. Aber ich bin mir gerade unsicher. Ich lasse das mal kurz. Es gibt noch eine Sache, für die wir Yoshi brauchen. Die würde ich uns kurz geben. Bringt das Münzen? Komm. Das bringt genau gar nichts. Na dann, lassen wir das. Nee, es gibt nämlich hier ein Bienennest. Ah, super. Übrigens, ihr könnt auch neue Früchte einfach essen. Dann ist Yoshi nicht mehr so wählerisch wie am Anfang. Genau. Das anspritzen. Hallo? Das fällt dann runter.
Und es kommen Bienen raus mit Münzen. Und von denen nicht getroffen zu werden, ist manchmal, genau, ist manchmal sehr schwierig aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum. Und manchmal geht's. Die Münzen gehen sehr schnell weg. Und man sieht nichts natürlich hier auch. Das ist toll. Es ist aber sehr gut, die Münzen zu holen für die 100 Münzen. So, jetzt haben wir schon 31. Und eben die blaue Münze kriegen wir auch. Und somit haben wir hier, glaube ich, 30. Perfekt. Alle gesammelt. Ja, jetzt ist das auch mal passiert. Huch, Mario! Was war das denn? So. Und auch da schon die paar. So. Ich würde den nochmal mitnehmen hier. Ich glaube, da sind auch... Genau. Nein, nicht die Münze. Nein, die Münze ist weg. Ah, hier ist nur ein Leben drin. Na gut. So, okay. Dann, ich sag, machen wir den Rest ohne Yoshi, weil jetzt ist die Frage, wenn man hier gegen die Wand platscht. Genau, da kommen nämlich 3 Münzen raus. Das ist nämlich der Clou an der ganzen Sache. Also nicht Yoshi dafür nehmen. Ganz wichtig. Immer hier die schön an die Wand ballern. Jetzt haben wir natürlich schon ein paar Münzen uns... Lalalalalalala. Schön. Aber was ein Bullshit, warum kommen da unterschiedlich viele Münzen raus? So, am besten hier kann man, glaube ich, auch so machen. Genau. Und kriegt so die Münzen. So, 58 haben wir schon. Die kann man confusen. Um an eine Münze zu kommen. Und jetzt habe ich mir noch die paar hier aufgespart, weil ich mir unsicher war. Und dachte mir schon, dass eine Münze nicht das Maximum ist, was man hier rausbekommt. So unfair. Ohne Spaß. Stell dir mal vor, man weiß es nicht. Wie ich eben. Was ist mit ihm los? Ist alles gut bei dir? Hallo? Ne, das ist doch nicht jetzt dein Ernst. Ich brauche deine Münzen, mein Freund. Na super. Okay, ja, das sind jetzt nicht meine Münzen, ist okay. Aber lustig ist es doch, oder? Ich fasse es nicht. Vielleicht beruhigt er sich ja nochmal. Ist das Geräusch jetzt wirklich die ganze Zeit da? Das ist nicht wahr. Das ist ja unglaublich. Mann, das ist ja übel nervig. Okay, ich muss jetzt ganz schnell an die restlichen Münzen kommen. So. Ja, ich gebe ja mein Bestes. Ich gebe doch schon mein Bestes. Hier sind noch 5. Genau. Ja. Oh Gott. Naja, man muss ja wenigstens sagen, hier gibt es ja genug Münzen. Hier gibt es wenigstens genug Münzen. Oh, bitte geh weg. Bitte hör auf. Er hört nicht auf, oder? Ei! Hier ist hier noch einer? Na, da. Okay. Komm, manchmal doppelt es so. Jetzt! Es hat aufgehört. Oh mein Gott. Nein! Noch die alle zu... Manchmal ist es nicht so einfach. Jetzt. Okay. Was? Okay, wenn er despawnt. Wenn er zu weit weg ist, dann hört's auf. Na dann, gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Okay. 100. Sehr schön. Wo ist denn das gespawnt? Da oben, ha? Ich freue mich schon gleich wieder, wenn's anfängt. Ja. Na wunderbar, ey. Also, definitiv. Perfect game with no glitches. Super Mario Sunshine. Naja, solange er weg ist, werden wir das nächste Mal wiederkommen. So ein Scherz, wir kommen nicht wieder. Sehr gut. 100 Münzen sind gesammelt.
Und, weil wir dabei waren. Oha, geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Was uns das nur sagen will. Ich habe keinen Plan. Okay, da steht er schon da hinten, aber eigentlich wollte ich nur... Ey, Arschloch. So. In die nächste Welt. Hier haben wir auch schon die 100 Münzen gesammelt. Also kein Stress. Aber trotzdem wollen wir nochmal hin. Und zwar Yoshis Obst-Obolus holen. Sehr interessanter Name. Und ja, hier seht ihr nochmal dieses Glibberzeug. Und auch hier gibt es ein Yoshi. Deswegen heißt die Mission auch so. Und ich dachte mir, dass, als ich das vorgelesen habe, so, wow, Leute, ihr spoilert einfach selber. Das ist ein bisschen weird. Warum spoilert ihr, dass es Yoshi gibt? Bis jetzt wusste ich es noch nicht. Jetzt weiß ich es. So, der gute Junge will immer eine Durian-Frucht haben. Und wo die sind, zeige ich euch. Es gibt nämlich eine Obstgerätschaft hier. Und da kann man hier oben drauf drücken. Zack. Und dann kommen Dinge raus, wie zum Beispiel eine Ananas. Oder eine Aua. Oder eine Banane. Man muss immer links, rechts abwechselnd machen. Oder eine Durian. Perfekt. So. Diesmal kannte ich auch alle. Die Dinger sind ein bisschen nervig. Weil die kann man nicht tragen, die muss man kicken. Aber... Reicht. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Na komm. Ihr seht ja schon wieder die Butterflies. Warum kann ich nicht einfach... Junge, das ist einfach ein Schmetterling. Was soll denn das? Ey, ich bin... ich bin Panne. So, dann... Ich weiß nicht, ob das nur mit Yoshi geht. Ich glaube schon... Das ist die beschissenste Münze im Spiel. So. Mit Abstand. Und, dann. Wuhu! Ein letzte noch. Oder eine letzte. Glaube ich. Hier, mit Yoshi kann man dieses Teil essen. Wenn das nicht so weit oben wäre. Ja, so schön. Und kommt dann an noch einer. Und jetzt muss ich ja mal gucken. Wir haben 30 in Porto Doro. Schön. Jetzt fehlt nur noch eine Schein. Und da ranzukommen ist auch gar nicht so einfach. Wir haben ja eben schon gesehen, ich weiß gar nicht, was wir da gegessen haben. Auf jeden Fall, Leben hat das die einen Gegner in eine Plattform verwandelt. Und das können wir hier auch tun. Bloß mit der Durian verwandelt die sich nicht in eine Plattform, die nach oben geht, sondern in eine, die zur Seite geht. Ja. I don't know. Ich weiß doch auch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. So, das sollte passen. So. Und jetzt weiß ich gar nicht. Mach mal so. Ich glaube tatsächlich, das soll man eigentlich anders machen. Was mir doch Wurst. So, und jetzt machen wir das einfach auf. So, so am einfachsten. So würde ich sagen, ist am einfachsten, oder? Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier noch... Obwohl, sollte eigentlich passen. Ist natürlich ein bisschen höher. Aber wir haben ja auch noch eine Plattform. Die geht jetzt halt zur Seite. Und deswegen sind da eigentlich so Kokosnüsse. Und die produzieren halt Plattformen, die nach oben gehen. Deswegen ist die da. So, aber so geht's auch. Mit ein paar geschickten... Ja, springen. Mit ein paar geschickten Sprüngen. Schön! Und so haben wir auch diese Welt komplettiert. Ist ja gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ey. Alles klar. Da das geklappt hat, da es geschafft ist. Aua. Mann, ey. Mario braucht auch 10 Stunden, um sich aufzurabbeln. So, oh, Alter, du hast mich richtig erwischt. Lasset uns froh und munter sein. Und noch einmal die Welt hier uns angucken. Denn auch da
gibt's noch ein paar Münzen. Und soweit ich weiß, das ist jetzt die Frage. War das Kapitel 6? Ich probier's mal da. Das rote Münzen, Korallenriff. Naja, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Weiß ich gar nicht, fehlten ein paar mehr Münzen, ne? Ach, drei. Drei, das geht ja. Okay, drei Münzen. Aber wo ist... Yoshi, da ist Yoshi, ich sehe ihn. Er will eine Ananas. Ah, hier ist so ein kleiner Fruchtstand. Gucken wir doch mal hier. Das ist eine Ananas, da kann man ja noch sagen. Ja, na komm. Atschi. Jetzt nimm einfach. Kann man die so ein bisschen... Ja, kann man ein bisschen verschieben. Hier wieder, ja. Kann nicht so schwierig sein. Und ich würde behaupten, dann können wir hier auch die 100 Münzen sammeln. Weil das, das sollte passen, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber hier hat man auf jeden Fall wieder so eine schöne Bienenkacke. So. Und das sollte helfen. Aber außerdem, ich glaube, die kann man essen. Komm her. Okay, gibt Münze. Gibt eine Münze. Warum spawnt die so beschissen? Das kann nicht sein. Okay, man muss also warten. Das ist ja super. Was zur Hölle? Das ist super dumm. Na egal. Also die kommen aus der Stelle heraus. Naja. Die Frage ist halt, kann man doppelt abstauben? Das wäre halt gut zu wissen. Okay. Dann auf jeden Fall hier. Das haben wir auch schon mal aufgemacht. Tatsächlich. So. Und dann haben wir... Genau. Hier ist noch... Hier müssten die Bienen sein. Ach komm. Das ist so unglaublich dumm. Ich hasse alles. So, haben wir die schon mal. So, dann hier, der. Warum dauert das immer so lange? Die Bienen sind halt hier unten. So, genau. Und deswegen. Das sind gar nicht so viele, ne? Ja, ey, das ist echt rough. Hier ist echt rough. Okay. Okay, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, was die beste Möglichkeit ist. Und tatsächlich, die Wassermelonen. Yay! Wassermelonen. Das ist natürlich super, ne? Ich weiß. I'm sorry. Die sollen aber relativ gut sein dafür. Für das Thema. Also von daher. So kommt man an Münzen. Ob man will oder nicht. Diese Map scheint wirklich schrecklich dafür zu sein. Also hier scheint es wirklich ganz, ganz ungünstig mit den Münzen. Ich versuche es ein wenig abzukürzen, wenn es zu eintönig wird. So, wir versuchen jetzt hier erstmal die paar anderen Coins zu sammeln. Und dann, wenn wir da sonst alles haben, also wenn jetzt sonst alles hier fertig ist, dann würde ich mich daran setzen, einfach die Watermelons, also die Wassermelonen zu zerstören. Und dann ist gut. So, das mache ich dann aber halt offscreen. Das schneide ich dann raus, weil so spannend ist das wirklich nicht. Goodie. Hier weiß ich, dass man relativ easy rankommt, wenn man so sich hier hinstellt und einfach... Ja, perfekt. Und dann haben wir auch schon 17, na? Schön. So, Yoshi haben wir hier nicht. Anscheinend. Schade. Trotzdem sollten doch hier relativ viele sein. Weil man ja die trotzdem hier... Ne, die kann man nicht kaputt machen. Man kann auf jeden Fall rausspringen. Da gibt's... Gib mir die Münze. So. Die beiden haben wir...
Da. Aber lustig. Also anscheinend, Yoshi ist nicht hier. Aber dieses Teil ist da, was man mit Yoshi zerstören kann. Mhm. Okay. Muss ich nicht verstehen. Ist hier eine? War da nicht eine drin letztes Mal? Ich glaube schon. So, erstmal hier noch zwei. Schön, dass er da immer noch liegt. Ne, die hatte ich schon. Ja, mega, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also es ist komisch, ein paar Münzen kriegt man da jetzt nicht, ne? Also, das funktioniert ja nicht mit allen jetzt. Hm. Weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Ist hier was drin? Ah, so ähnlich. Wow, okay. Das hat ihn sogar gekillt. Interessant. Also geht das natürlich auch. Man kann die auch einfach killen. Aber ist natürlich nicht so ganz gern... Oh Gott, ja, ich sollte die auch noch so voll vergessen. Ich wollte jetzt einfach auf ihn rausspringen, aber das hätte nichts gebracht. Dann hätten die ihn so nach oben geschmissen. Ich fand's so lustig, mir ist erst nach Super Mario Sunshine, nach dem ersten Mal Mario Sunshine-Spielen aufgefallen, dass es diese Viecher ja auch in Galaxy gibt. Also das war so, ach, das sind ja genau die. Und in Mario Kart Wii sind die auch. Beziehungsweise halt in Mario Kart Double Dash und dann halt in Mario Kart Wii. Also. Gott, hier sind echt viele von diesen Drecksviechern. Die haben die alle aufgestellt, damit man hier wunderbar mit den Melonen heitern kann. Arschlöcher, ey. Nein! Ach, dieses Spiel. Game makes me done. Ohne Spaß. Und dieses blöde Coin ins, in die Wand fallen. So, waren hier noch Münzen? Ich glaube nicht, ja. Nein! Okay. Die haben auch keinen Cooldown. Die können einen basically umbringen. Ja. Also ihr seht, viel zu tun. Viel zu tun. Ich hatte gerade Angst, dass es da reinfällt. Aber ja. Muss sein, muss sein. Ich werde mal schauen. So, ich glaube, das war es an Gegnern. Wenigstens schon mal. Dann gucken wir mal. Okay, wir haben jetzt auch schon 55. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh Gott. Hier oben sind noch ein paar. Und so kommt man auch normalerweise da rechts hin, aber das geht auch einfacher. Genauso wie hier sind halt diese ganzen Vögel, ne? Also die kann man im Endeffekt killen. Dann mache ich gleich auch auf Screen, wenn mir nichts anderes mehr einfällt. Das hätte ich auch mit den Gegnern machen können. I'm sorry. Nein, don't. Okay. Aber ein bisschen was habe ich noch. Was mir gerade jetzt, was ich jetzt natürlich auch gerade doof, ist dieser goldene Schalter. Das ist normalerweise ein goldener Schalter, der jetzt nicht da ist. Nicht wahr sein, ey. Also ich weiß nicht, ob Mission 8 die beste ist. Ich habe das Gefühl, ich bin mir relativ sicher, es gibt ein paar, die sind nicht möglich. Einfach straight up. Und deswegen habe ich mich jetzt hier sofort rangesetzt. So. Hier oben sind noch Münzen. Und die sind halt besonders kacke. Weil, oh Gott, ey. Ja, jetzt muss ich mal schauen. Das habe ich noch nie so richtig hinbekommen. So. Und jetzt macht man so. Warte. Genau. Hä? Was? Genau. Und das ist überhaupt nicht weit genug. Hä? Seht ihr, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ah, okay. Aber so kommen wir auf jeden Fall irgendwie noch an ein paar Münzen ran. Ja. Meins sind wir bei 68. Okay. Mal schauen. Da sind auch noch ein paar. Okay, die können wir natürlich auch noch nehmen.
Aber ja, jetzt bin ich langsam am struggeln. Also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach. Okay. Ja, es ist nicht weit genug. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich check es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, die Münzen da sind irgendwie ein bisschen außer Frage, muss ich sagen. Einfach, weil ich sie nicht verstehe. Also, ich drehe mich doch schon so schnell, wie es geht. Oder? Keine Ahnung. Naja, in any case. Man kann die halt so kaputt machen. So, dann kommt da eine Münze raus. Dann wächst sie neu. Und dann, ja, kann man das gleich nochmal wiederholen. Und so kommt man dann Stück für Stück an Münzen. Und es gibt relativ viele Möglichkeiten, die zu zerstören. Aber jede davon ist nervig. Also, ja, schaut, dass ihr vorher an so viele andere Münzen wie möglich kommt. Und dann habt ihr auf jeden Fall Zeit gewonnen. So 10 Münzen kriegt ihr aus jeder Wassermelone raus. Und dann anscheinend bekommt man auch noch Münzen, wenn man die zum Dude hier bringt. Mal gucken. Nun, die stellt aber auch nicht gut. Die ist auch nicht größer als eine von den dreien dort. Na, doch, tatsächlich schon, aber egal. Die ist jetzt natürlich super gespawnt. Vielen Dank für die Münzen, Arschloch. Jetzt haben wir schon 88. Es wird. So, dann ist da noch eine. Gut, die kann man, glaube ich, gut. Wartet. Den macht man hier weg. Ich glaube, die kann man einfach gegen die Wand fahren und gut ist, genau. Jetzt muss man sich. Darf man sich noch nicht von denen treffen lassen? Get the fuck out of here! Ich hasse diese Viecher so sehr. Ah. Huch! Was war das denn? Nein, egal. So, ich hoffe mal, hier kommen 5 raus, bitte. Die ist zwar sehr klein, aber ja, okay, gut. So, zack. Und dann haben wir's. Endlich, ey. Das ist echt eine nervige Aufgabe. Das dauert auch wirklich lang. Hier sind sogar noch mehr Münzen. Schön. Hätte ich die gar nicht zerstören müssen. Ja, also es gibt quasi 20 Münzen pro Melone. Ja, ich denke, es ist nervig, aber so bekommt man auf jeden Fall seinen Stern. Wenn man ihn denn haben will. Was eine nervige Schein. Aber jetzt ist sie mein. Wunderbar. Ja, ich will nicht sagen, dass ich es regrette, dieses Spiel zu 100% spielen zu wollen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass auch noch die ein oder andere extrem nervige Schein auf uns zukommt. Das war ja nur eine davon. Naja, davon abgesehen. Möchte ich jetzt noch einmal. Oh, das hat gerade noch so geholfen. Gereicht, meine ich. Schön, schön. Davon abgesehen, möchte ich jetzt noch gerne einmal in das andere Level. Ja, ist gut, mein Freund. Alles gut. Und zwar haben wir auch noch ein paar blaue Münzen zu sammeln. Und hier ist tatsächlich die 100-Münz-Mission erstaunlich einfach. Warum auch immer. Keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel. Dafür gehen wir in Kapitel 2. Und das hier hat nämlich noch generell noch ein paar Münzen, ein paar blaue Münzen für uns. Aber wir brauchen auch eine Banane. So. Und die ist hier irgendwo drin. Ne, hier gibt es die 100 Münzen gar nicht. Okay, sorry. Falscher Alarm. Trotzdem müssen wir hier eben nochmal hin. Was? Alter! Und mach nicht so viel Damage. Jesus. Ist ja gut, ey. Genau, hier ist irgendwo. Da ist die Banane. Und wenn mich nicht alles täuscht, zuerst mal hier ist noch so ein. Oh Gott. Hilfe. Hier ist noch eine Münze. Dann ist hier irgendwo. Genau, die Bombe. Das meine ich aber nicht. Wo war denn das jetzt? Ich hab's doch gerade da. Hier ist so eine Umrandung. Genau. Und davon gab es noch eine. Da. Na komm. Schön.
Gab es noch eine? Ich glaube nicht. Aber ich weiß es, bin mir jetzt unsicher. Wenn, dann aber hier hinten irgendwo. Nee, dann nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Weil es gibt noch im Park auch ein Mayoshi. Ah, dafür können wir ruhig in die neueste Mission gehen. Ja, ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut. Es ist alles nicht so einfach mit diesen Münzen hier. Mit den Missionen. Ich weiß nicht. Es ist ja in alten Spielen öfter so, dass wir diese Missionenstruktur haben. Aber it's weird that it happened twice. Also, das Riesentemporad. Ich spiele jetzt gleichzeitig Luigi's Mansion 2, was diese beschissene Missionsstruktur hat, und dieses Spiel, was auch aus irgendeinem Grund diese beschissene Missionsstruktur hat. Und in beiden Fällen frage ich mich, muss das sein? So. Schaut mal, das sieht doch deutlich entspannter aus schon mal. Hier. Ganz viele Münzen. Einfach so. Verstreut. Ja, wie schon gesagt, eine relativ entspannte Sache. Dann sind ja noch diese Viecher hier, die sollten auch passen. Double Kill. Oh, ich glaube, die Münzen gehen auch ganz schnell weg. Also ganz schnell sich holen. Aber ich würde die halt jetzt so schnell wie möglich am Anfang besiegen, weil die nerven halt extrem. So. Aber so. Man muss jetzt schon mal 30 Münzen. Also es geht schon mal deutlich schneller als in anderen Missionen. Kann ich die auch abspritzen? Bestimmt, oder? Oh, dann machen die sogar. Geben die mir noch eine Münze mehr? Krass, dann geben die mir. Oder war das. Vielleicht war das auch wegen dem Sand jetzt. Das kann auch sein. Naja, dann ist das auf jeden Fall so ein bisschen einfacher. Zack. Und selbst die geben mir schon 50 Coins. So. Und jetzt kann man hier wirklich durch die Gegend spritzen einfach. Würde einfach so machen. Ne, also B und R gleichzeitig drücken. Das macht am meisten Sinn. Im Park sind tendenziell ja auch noch Münzen. Ich glaube, das reicht hier sogar aus. Man kann einfach hier lang. Huch, habe ich die Gegner da eben übersehen? Mach das mal auch so. Schön. So viele Münzen liegen nie wieder an einem Ort in diesem Spiel. Und ja, die kommen einfach auch immer mehr, immer wieder. Also, das ist so lustig. Im einen Level sind die so, nee, Leute, nee. 100 Münzen sammeln? Ja, ganz schwierige Sache. Und hier so, ja, stehen einfach alle am Strand, passt schon. Hier sind auch Gegner, die einfach so 5 Münzen auf einmal droppen immer. Ja, keine Frage. So. Also, alles möglich, alles machbar, Herr Nachbar. Genau, hier waren wir noch nicht. Ja. That's it. Nett, oder? Das ist wirklich nett. Aber also ich finde, das ist auch mal. Das brauche ich auch mal. So, das ist schon gut. Okay. Hey, bravissimo. Ich habe eben übrigens noch was gesehen, ey. Ich bin gerade am Überlegen. Aber ich muss noch mal rein. Ich muss noch mal Yoshi holen in der Sache, weil. Ja, kann sein. Dass ich da gerade was übersehen habe. Naja, jetzt wo wir Yoshi haben, können wir auf jeden Fall die Stages immer im ersten Go, im ersten Shot komplettieren. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, würde ich behaupten. Dann sind wir denn so das Riesentemporad. 5, 6, 7, 8. Okay, es sind natürlich noch ganz schön viele Shines. Mache ich die alle heute? Boah, sind wahrscheinlich schon lang. Ist eigentlich. Ist okay. Was willst du? Dieses Vieh da, okay. Dieses komische Ding da. Das da. Na dann. Ja, mit Yoshi hätte man den wahrscheinlich auch einfach essen können, man. Das wäre natürlich deutlich einfacher so. Genau. Da sind nämlich zwei. Gibt sogar 5 Münzen. Mensch. Genau, hier sind 2. Schmetterlinge. Nicht Butterflies. Schmetterlinge. Das ist okay. Das ist okay. Die eine habe ich jetzt halt kurz übersehen. So, gehen wir mal hier rein. Ich weiß gar nicht, behalten wir Yoshi. Oh, die Mission ist lustig. Ihr seht, wie der schläft. Da müssen wir hoch. Nein, okay, Yoshi behalten wir nicht. Das ist natürlich schade.
Ja, das ist actually ein Meme. Und zwar muss man eigentlich einen gottverlassenen, nervigen Weg gehen. Nein, nicht den. Ich will den anderen. Ja, stell ich da ein bisschen für ihr rauf. Das passt so. Von hier kommt man relativ gut an ihn ran. Und jetzt haben wir die. Schönes Karussell übrigens, oder? Ja, ich zeig's euch mal. Wir müssen da eh hin, weil da ist, glaube ich, ein M. So, zack, zack. Hier hinten. Es ist unglaublich. Also, man kann halt hier hochgehen. Diesen ganzen blöden Weg. Ja? Oder man lässt es einfach. So, oder man macht es einfach nicht. Und geht den Weg, den normale Menschen gehen. Dafür gehen wir hier hoch, dann da hoch. Hier, das ist jetzt ein bisschen... Der ist ein bisschen schneller, ist okay. Wo kommt das raus, da unten? Wo ist denn das? Ah, da? Das ist ja entspannt, oder? Ich dachte gerade jetzt, krasser Weg hier. Warte, machen wir so. Das ist wirklich ein... Es gibt so ein paar Moves in dem Spiel, die sind unabdingbar und die kennt man einfach am Anfang nicht. Lawrence hatte mir in die Kommentare geschrieben, die Steuerung ist ein großes Problem bei dem Spiel und da gebe ich ihm absolut recht. Aber wenn man den Move hier kennt und den, dann ist man schon mal um einiges besser ausgerüstet. So, und ich sage euch jetzt, wie ihr da hochkommt. So. Können wir uns die ganze Scheiße da unten sparen. Noch nie habe ich jemanden gesehen, der das gemacht hat. Wirklich, noch nie. So. Kommen wir hier gut ran. Geh mal ein bisschen weiter hier in die, so. Na komm. Jetzt. So, jetzt müssen wir nur noch das Ding auch bekommen. Okay, war gar nicht so schwierig. Andersrum auch. Das würde jetzt wohl nicht schwieriger sein, oder? Nope. Nein! Ich fass es nicht. Autsch. Ach ja. Kann ich den Weg gleich nochmal sagen. Ich fasse es nicht. Jetzt bin ich hier wirklich runtergefallen. Das ist okay. Ich wollte nur schnell die Münze holen. Aber jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich brauche vielleicht noch... Ich muss meinen Tank noch einmal auffüllen, aber jetzt mal ohne Spaß. Das passt doch, oder? Also ich sage euch, jetzt klappt es bestimmt nicht. Jetzt klappt es bestimmt nicht. Okay, ich würde sagen, wenn das einmal zur Seite gehen könnte, vielen Dank. Das war so klar. Das war so klar. Okay, ich schneide es. Okay. Ich denke, ich kann nicht sagen, was passiert ist. Bin zu hoch geflogen. Ja, das war nämlich das Problem. So. Ich denke mal. Bin ja einfach... Ja, so, von mir aus. Und dann drücken wir B, nicht Y. Zack. Lass das Vieh weg. Und die Schein ist da. Cool. Ach, das ist jetzt da ganz oben drauf. Wie kommt man da nochmal hin? Ach so, ach ja, das wird langsamer. Das ist lieb, danke sehr. Ich freue mich. Nee, genau, das wird langsamer. Und, der... genau, jetzt müssen wir einfach hier rauf. Kann man nicht auch irgendwie so seitwärts laufen? 28, zwei Münzen fehlen noch. Krass, okay. Das sind jetzt weniger, als ich dachte. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die beiden noch sind, ne? Wäre krass. Ja, wo sind denn die? Welche habe ich denn jetzt noch nicht geholt? Naja, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Aber was kann denn noch fehlen? Ach, zwei Stück ist auf jeden Fall so eine eklige Anzahl, ja, wenn man sagt,
okay. Zwei Stück. Na gut, wir machen erstmal das Yoshi-Karussell. Und zwar... Wer sind die noch vorne? Habe ich da noch irgendwas vergessen? Oh, bitte nicht, ey. Bitte nicht. Habe ich noch irgendein... Genau, ja, da fehlt nämlich eins. Und der ist orange. Ihr wisst, Yoshis können ihre Farben ändern, wenn man verschiedene Früchte isst. Isst. Und jetzt ist halt die Frage, was will der für eine... Okay, der will eine Banane. Wo sind die? Da, ne? Ja. Genau. So. Dann holen wir ihm die. Aber von Bananen wird man nicht orange, sondern gelb. Oder so ähnlich, Fragezeichen. Ja. Aber du machst ein Orange, oder? Ja. Und jetzt können wir nämlich dahin. Weil sonst war das der falsche. Jetzt ist es der richtige. Das heißt, wir gehen jetzt an diese Stelle. Und das passt. Und aus irgendeinem Grund ist das so eine Mission. Und ich glaube, das ist wirklich die schlimmste. Yep. Das ist die schlimmste. Oder auf jeden Fall eine sehr schlimme. Finde ich persönlich. So. Das kriegen wir noch alle hin hier. Einmal so einen schönen Sprung. So, und jetzt müssen wir auf diesen blöden Yoshi-Eiern hier lang. Und, ne, ihr seht, wir können hier nicht immer durch. Hier zum Beispiel müssen wir so machen. Ich glaube, der blaue ist gar nicht nötig gewesen. Egal. Egal, wir sind jetzt drauf. Dann hole ich mir auch das Leben. Da gerade, ich hole es mir jetzt nicht. Das wäre doof. Aber ihr seht, die sind immer zu auf der Seite, wo man hingeht. Das ist halt das Problem. Huh, geht das? Klappt das? Ja, klappt. Na ja, schön. Klappt erstaunlich gut. Ich sag nichts. Ich sag noch nichts. So. Ganz sachte hier rauf. Und der ist, glaube ich, entspannt. Ist ein entspannter Block. Da muss man keine Sorgen haben. Der befördert einen schweißfrei ans Ziel. Der ist ein bisschen doof. Weil ihr seht, der kommt nicht ganz her. Ich meine, ganz normaler Sprung ist da Genüge. Ja, ich hätte auch ein bisschen früher springen können. Nein! Das ist doch nicht wahr! Was war das denn? So. Großer Sprung. Ist okay. Wir kommen an. Also, es passt. Jetzt hier ein bisschen Wandsprünge. Das sollte auch passen. Jetzt. Passt das? Natürlich nicht. Okay. Bin wieder hier. Das ist ja toll. Das freut mich ja, dass das jetzt hier nicht geklappt hat. Ich hätte gedacht, das klappt bestimmt. So, jetzt springen. Ja, ihr bleibt jetzt hier dran. Nein, das ist doch nicht... Warum machst du beschissene... Meine Güte, ey. Das ist nicht wahr. Warum hat er einen Zeitjump gemacht? Was soll das? Och, Mann. Ich hasse dieses Stage. Okay. Gehen wir mal den wahrscheinlich eher erdachten Weg hier lang. So. Und jetzt... I don't know. Was mache ich jetzt? Okay, da ist, glaube ich, nicht der erdachte Weg gewesen. Aber das geht doch bestimmt. Genau, und da kommen wir wieder hoch. Okay, also mache ich einfach den hier. So, das sollte doch passen. Ja, der ist es einfach. Das ist einfach der Weg. So. Meine Güte. Kann auch nicht so schwierig sein. So, bevor ich hier reingehe, möchte ich noch einmal mindestens eine Blue Coin holen. Vielleicht zwei, ich bin mir gerade unsicher. Hier ist noch mal eine. Zack. Sehr schön. Haben wir die auch. Yoshis Zunge ist so lang in diesem Spiel. Guckt euch das an. Und man kann in der Zeit so zur Seite gehen und die Spitze bleibt quasi zentriert oder an einer Stelle. Und das ist ganz komisch. Sieht ganz komisch aus. So, und jetzt, das wäre ein bisschen stupid, aber habe ich die hier schon geholt? Ich weiß es nicht. Nein, habe ich nicht. Okay. Sehr gut. Dann das M übersehen. Und dann haben wir alle. Alle 30, oder? Sehr schön. So soll das sein. Also, ja.
Das freut mich. Das ist was Tolles. Wenn das klappt, wo gehe ich hin? Dann bin ich happy, wenn ich da keine Probleme mit habe. Das ist meine größte Sorge in dem Spiel hier. Also, es gibt zwar ein paar Missionen, die wir noch machen, die sind super nervig. Aber das ist actually das Problem. Das ist actually das Problem, die Münzen. Okay, na, das könnte jetzt ja auch interessant werden. Ich bin mir unsicher. Mal schauen. Wo sind die hier? Das könnte böse werden. Okay, da sind schon mal zwei. Oh, wir haben ganz schön viel Zeit. Ich würde behaupten, am besten läuft man hier lang. Da hätte man schon mal aufspringen können. Ist hier sonst noch was? Ich würde behaupten, nein. Oh Gott. Kriege ich den noch? Den kriege ich nicht mehr. Okay. Dive head first. Das war jetzt doof. Egal. Wir schaffen das. Okay, so. Ja, so klappt es besser. Ist hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Also ich kann hier einfach weiter. Woohoo! Und dann sind hier die restlichen sechs. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber hey, warum nicht? Oh mein Gott. Ich dachte, das klappt. Das kann doch nicht sein. Okay, so, ich würde jetzt einfach mal hier rüber jumpen. Ich bin echt gespannt, ob hier alle Münzen sind. Okay, 3, 4, das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. 5, 6, 7, okay, sind alle da. Alles gut. We are fine. So, hier ist noch eine. Nummer 6, schön mit dem Ground Pound geholt. 7 und Nummer 8. Schön. Warum auch immer man hier so viele platziert hat, das ist ein bisschen random. Aber von mir aus, ey. So. Jetzt muss ich nur noch drankommen. Ich weiß gar nicht wo. Ach, da ist die. Okay. Ja, mit dem Flat ist das ja alles machbar. Das ist ja das Schöne an dem. An dem guten Ding. Dingensbummes Ding. 48. Mhm. Okay. Na dann, zwei noch, glaube ich, und dann haben wir es. Eine ist nochmal ganz spannend und die andere. Naja. Die andere. Ihr wisst, was die andere ist. Also, alles gut. Kriegen wir hin. Und dann reicht es auch wirklich für heute. Das war ein sehr langer Part. Aber ich wollte so gerne das machen. Ich wollte die Stage hier beenden. Dass ich mir jetzt so viel vorgenommen habe, habe ich jetzt nicht gedacht, aber ja, das passt, oder? Ich meine, wir haben ja keine Begrenzung mehr. YouTube ist ja jetzt nicht mehr in 15-Minuten-Parts aufgeteilt, also ist doch Wurst. Junge, ganz schön fix, der Junge. Na, komm. Kommen Sie her, mein Freund. Bleibt der jetzt, ist der wieder vor meiner Nase stehen geblieben. Oh, ich dachte, vielleicht kriege ich ihn, bevor er irgendwelche krassen Parcours-Sachen macht, aber anscheinend nein. Oh Gott, der Wandsprungrad hat überhaupt nicht funktioniert. Aber er scheint mir gerade relativ freundlich zu sein. Er hat jetzt ein paar Sprünge gemacht, also in Rico Haber war es schlimmer. Ja, finde ich schon. Ich habe das Gefühl, er hält mehr aus. Kann das sein? Aber vielleicht ist das auch Schwachsinn. Junge! Wo willst du lang? Jetzt. Ah, verfliegst, das werde ich mir merken. Ach, Bowser Junior. Alles gut. Merkt ihr das mal. Okay, dann hören wir bei genau 50 Shines auf. Das ist natürlich krass. Okay. Das ist natürlich praktisch. Aber die letzte, das verspreche ich jetzt nochmal. Die letzte wird nochmal absurd. Die letzte wird nochmal ganz absurd. Es geht nämlich... Ich will nicht spoilern. Es geht zurück auf die Achterbahn. Und wir müssen... Achterbahn-Ballonfahrt.
Wir müssen die ein paar Ballons auf den Weg poppen. Mal schauen. Schauen wir mal rein. Genau die. Die aus irgendeinem Grund Bowser Jr. themed sind. Hat der Parkbesitzer, der sich so gefreut, dass er gleich für uns irgendwie... muss ich wahrscheinlich zur... Also da hoch? Ich weiß nicht. Ich schau mal. Aber nee, ich denke, der Parkbesitzer dachte sich so, oh, ist das toll, was ihr gemacht habt in Episode 1. Bitte macht das nochmal. Bist du das? Hey, du Held, die Achterbahn ist nur im Betrieb. War sie das nicht vorher nicht? Hä? Ach, da ist das. Ja, stimmt, da ist ja nur das Riesenrad. Ich bin ja doof. So. Willkommen zur Wiederöffnung der Achterbahn. Ein Wasserballon-Abschusswettbewerb findet gerade statt. Versuch starten? Ja. Suchst du alle Ballons mit Wasserraketen, ehe die Achterbahn 3 Runden gefahren ist, gewinnst du. Wir überreichen dir dann einen Preis. Viel Glück. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber einen habe ich schon mal. Okay. Ein bisschen kann man sich so abschätzen, wie die fliegen. Ah, den habe ich. Ah, nehmen wir alle drei? Ja, sehr gut. Da. Das hat überhaupt nichts getroffen, ha? Das ist ungünstig. Aber auch da muss ich sagen, nette Idee. Also sehr schön. Sehr schön gemacht. Und das war schlecht. Okay, so kann ich die leider nicht killen. Ich versuche nochmal hier zu treffen. Nee, das ist nicht mein Ernst. Was mache ich denn da? Ah. Gut, wenigstens den. Also 8 von 20. Oh, das ist mir zu gefährlich. Dann lieber den. Ja, ich habe sogar getroffen. Krieg ich den anderen auch? Sehr schön. So, 2 Runden habe ich noch. Krieg davon einen. Tatsache. Also man hat ja schon Zeit. Ah, okay. Habe ich mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, als wenn der nicht trifft, ne, dann bin ich pisst. So, man kann die Kamera nicht immer so ideal drehen. Ha! Hilfe! Nein, jetzt habe ich einen... Was? Shit. Komm ich an den ran? Nope. Jetzt läuft es gerade nicht so gut, habe ich das Gefühl. Alle noch sehr verteilt hier. Ah, den kriege ich jetzt aber. Und den hätte ich jetzt auch gerne. So. 2 noch. Oh, bitte. Nein. Eine Runde. Der muss treffen. Der trifft nicht. Ich weiß es nicht. So. Ah, der ist zu hoch. Das ist nicht gut. Ja, okay, einen noch. Ich habe jetzt die ganze Zeit, um den zu treffen. Das wird doch was, oder? Ja, nicht... So, der führt nichts. Na komm. Sehr gut. Das hat gut geklappt. Da war ich definitiv... Das hat definitiv mal schlechter geklappt. Sagen wir es so, das hat definitiv mal schlechter geklappt. Okay, okay. Du hast es geschafft. Wie siehst du, die Ballons wieder da? Komm wieder, wann immer du willst und probier es erneut. Nein, danke. Nein, das ist eine lustige Mission. Also generell hier Pinner Park. Nicht schlecht. Leo! Was? Was willst du mir sagen? Nee, die Stage ist ganz lustig. Die Stage ist ganz lustig. Auch wenn ein bisschen fies, aber sonst ganz lustig. So. 50 Shines. Ich denke aber, jetzt reicht's. Dann können wir das nächste Mal in der nächsten Welt weitermachen. Haben wir das geschafft? Und bis dahin, ja, danke fürs Zusehen und ciao mit Ö. Bis nächstes Mal. Okay, das kann ich nicht so auf mir sitzen. Das muss jetzt auch mal passieren. Ja, stopp, okay. Einmal das. Und einmal der da. Also. Ich weiß nicht, wo der hinfliegt. Aber, also...
Na komm, den hole ich mir noch. Dann sind wir bei richtig smoothen 130 Blue Coins. Krass, wir mehr als die Hälfte der Blue Coins schon. Und 50 Scheins. Also, dann nochmal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, mit dir.